Jetzt mache ich die frittierten Pickles. Die Dillgurken abgießen und den Sud aufheben. Mit Küchenrolle abtrocknen, sonst werden die frittierten Pickles nachher matschig. Die Gurke zuerst mit Käse umwickeln und dann mit Frühlingsrollenteig. Die Ränder mit Wasser befeuchten, damit sie kleben, und zur Mitte hin umschlagen. Und weiter aufrollen, bis das Ganze so perfekt aussieht. Ganz einfach. Und zwar in einer Pfanne mit heißem Rapsöl, bis sie rundum goldbraun und knusprig sind. Super. Goldbraun und knusprig. Auf einem Rost abkühlen lassen und dann den Rest frittieren. Außen knusprig, innen saftig. Echt lecker.